Die längste Gebirgskette der Erde. Eine Reise über Gipfel und Täler, durch eine artenreiche Gebirgswelt, über Hochplateaus und in eisige Weiten. Die Anden. Von ihren Anfängen bis zu den Ausläufern. Am Westrand Südamerikas gelegen, erstreckt sich die Andenkordillere über 7500 Kilometer. Entstanden vor Millionen von Jahren durch die Verschiebung der Kontinentalplatten. In dieser Folge reisen wir durch die Andenkette im Norden Chiles und Argentiniens. Die Menschen, die in den Anden leben, haben ihre ganz persönliche Verbindung zu der Bergkette. Die Ruhe in den Bergen. Es ist, als wenn die Zeit stillsteht. Die reichen Geschichten der Andenbewohner führen uns durch kontrastreiche Landschaften und erzählen von aufregenden Orten wie dem Alma-Observatorium in der Atacama-Wüste oder dem höchsten Berg der Anden, dem Aconcagua. Es ist, als wenn man durch die Lebensadern der Erde fährt. Wir hier unten im Tal und vor uns die majestätischen Anden. Das ist ein Geschenk. In der Provinz Mendoza im westlichen Argentinien liegt die Mehrzahl der höchsten Andengipfel. Eine paradiesische Kulisse und beste Voraussetzungen für Bergsteiger und Kletterer. Ich heiße Martin Funes, ich lebe in Mendoza und bin Kletterer. Für Martin Funes, Sportkletterer und Andenguide, beginnt der Tag noch vor Sonnenaufgang. Er bereitet ein Kletterwochenende vor. Wir nehmen 4 Kanister Wasser mit. Das wird reichen. Genug Wasser einzupacken ist essentiell, wenn man in die Abgeschiedenheit der Berge fährt. Wir fahren ja in entlegene Gegenden. Da muss man sich vorher gut organisieren. Einerseits muss man alles Notwendige dabei haben, andererseits kein Gramm zu viel. Aber die gute Vorplanung ist ja schon ein Teil des Abenteuers. Keine Frage. Heute ist ihr Ziel eine Granitfelsenschlucht im benachbarten San Juan. Dort wollen sie sich mit gleichgesinnten Freunden treffen und das Klettern trainieren. Wenn Martin nicht trainiert, arbeitet er als Guide in den Bergmassiven der Anden. In der Trockensteppe dieser Andenregion gibt es ausreichend hohe Wände und Gipfel für ihn. Die Berge haben mir alles gegeben. Einen Sinn, eine Herausforderung und das Abenteuer. Es geht ja immer wieder um Leben und Tod, an gefährliche Orte. Einige meiner Freunde haben in den Bergen schon ihr Leben verloren. Da wird man demütig. Unter Kletterern sagt man, nur wer viel klettert, kann gut klettern. Die Freunde wollen ihre Fähigkeiten an dieser gigantischen Felsformation in der sogenannten Escondida, der versteckten Schlucht, verbessern. Martin und seine Freunde nehmen sich viel Zeit, um die Routen Stück für Stück zu erkunden.
Dabei wird der Schwierigkeitsgrad immer weiter erhöht. Hier beim Sportklettern ist der Kletternde üblicherweise von unten seilgesichert. Ohne Vertrauen läuft gar nichts. Dein Leben liegt ja in der Hand deines Partners. Er muss dich sichern. Oft kennst du den Menschen ja gar nicht. Aber ein Blick von ihm reicht aus, um zu sagen, ich bin bei dir. Es ist eine sehr starke Verbindung, fast wie zu einem Bruder, dem man das Leben anvertraut. So ist es. Zeit für eine kleine Pause. Martin geht regelmäßig an seine Grenzen, ebenso wie seine Freunde. Doch für ihn gehört nicht nur das Überwinden von neuen Schwierigkeitsgraden zum perfekten Klettererlebnis, sondern es zählt vor allem das gemeinsame Erlebnis. Klettern ist mehr als ein Sport, zumindest für diese Gruppe. Wir haben auch unseren Spaß, lachen viel, machen Musik, obwohl wir davon wenig Ahnung haben. Aber hier in den Bergen klingt sie trotzdem ganz gut. Klar, es gibt auch andere Kletterer. Oft sind es Europäer. Die stehen pünktlich um 8 an der Wand. Unser Ding ist das nicht. Jetzt hat Martin seine schwierigste Wand für heute vor sich. Um nach oben zu gelangen, muss er einige Dinge beachten. Die Beschaffenheit des Felsen zum Beispiel. In diesem Fall ist es Granit und durch seine raue Oberfläche kann es zu Verletzungen an Händen kommen. Feuchte Hände erhöhen die Gefahr des Abrutschens. Dagegen hilft ein Griff in den Chalkbeutel. Das weiße Magnesiumcarbonat ist ein Trocknungsmittel. Das Allerwichtigste ist aber ein klarer und starker Kopf. Zweifel und Angst sind natürlich, aber nicht hilfreich. Man muss sich auf den Moment konzentrieren. Wenn nicht, stürzt man ab und kann sich dabei verletzen. Das Ziel ist nah. Die Berge sind für mich mehr als nur Gipfel erklimmen. Man ist Teil dieser großartigen Bergsteigergemeinschaft. Eine einzigartige Erfahrung. Unbestrittener König der Höhen ist der Andenkondor. Und heute hat Martin Funes es geschafft, ihm etwas näher zu kommen. Die Reise geht weiter durch die Cuyo-Region, die im Westen Argentiniens die Provinzen San Juan, San Luis und Mendoza umfasst. Vorbei an unzähligen Andengipfeln. Wenn man hier geboren ist, hat man irgendwann die Sehnsucht, einen Gipfel zu erklimmen und die Welt von oben zu betrachten. Das ist ein wenig wie der Olymp für uns. In der Region um Mendoza liegen gewaltige Schluchten und Täler. Schnell wird die Luft dünner, wenn man im Nationalpark Aconcagua unterwegs ist, der nach dem höchsten Berg der Anden benannt ist. Wie ein steinerner Wächter liegt er hier auf der argentinisch-chilenischen Grenze. Die Sterne sind in der eisigen Höhe auf 6.962 Meter zum Greifen nah. Auf dem Dach der Anden haben schon einige einen Höhenrausch erlitten und sind verdurstet, erfroren oder abgestürzt. Diese Bergsteiger ruhen nun auf dem kleinen Friedhof Andinista am Aconcagua.
In den Tälern am Fuße der Anden erstreckt sich fruchtbares, grünes, sattes Land. Ein Erbe der Inka-Hochkultur, die hier schon vor Jahrhunderten Bewässerungssysteme angelegt haben, die das Schmelzwasser der Berge ins Tal beförderten. So wird Mendoza zur immergrünen Weinregion inmitten der Steppe. Millionen von Weinreben wachsen hier, genau wie die Trauben des weltweit bekannten Malbecs. Ein prämierter Koch macht eines der ältesten Weingüter Argentiniens zur Haute Cuisine. Ich heiße Lucas Bustos. Ich komme aus Mendoza, vom Fuße der Anden. Ich bin viel herumgekommen, aber hier habe ich meine Heimat gefunden. Weil ich mich mit der Erde verbunden fühle, konnte ich mich als Koch weiterentwickeln. Viel von seinem Wissen über Sträucher und Kräuter hat er schon als Kind von seiner Großmutter gelernt oder selbst in der Natur erforscht. Die Anden waren sein Spielplatz. Dieses Wissen nutzt er für seine Küche und sein Projekt, das Espacio Trapiche. Ein Restaurant, das auf dem Konzept der regionalen Landwirtschaft aufgebaut ist. Unser Gemüse kultivieren wir nicht allein. Wir haben Mitstreiter gefunden. Nachbarn, die für uns in ihren Hausgärten die Pflanzen ziehen. Wir geben ihnen dafür die Samen und helfen ihnen bei der Einrichtung der Beete. Inzwischen sind viele Familien eingebunden. Der ganze Hof basiert auf einer biodynamischen Landwirtschaft. Das bedeutet, das ganze System ist in der Lage, sich selbst zu regeln. Ein geschlossener Kreislauf. Eine alte Methode, die für Lucas zukunftsweisend ist. Sein Projekt soll ein Ort der Begegnung sein. Ein Ort der Muße, wo die argentinische Küche neu entdeckt werden kann. Überall auf der Welt gibt es italienische und japanische Restaurants, auch mittelmäßige argentinische. Aber eine argentinische Haute Cuisine gibt es noch nicht. Die müssen wir erst erfinden. Lucas Bustos ist von seinen Reisen zurückgekommen in seine Heimat Argentinien, um mit den Produkten der Anden eine einmalige Küche zu erschaffen. Eigentlich geht es mir gar nicht so sehr ums Kochen. Meine Leidenschaft ist das Teilen. Gemeinsam ein gutes Essen zu genießen, das ist das Ziel. Das Kochen ist nur der Weg dahin. Und das ist das Schönste. Das Ziel liegt heute inmitten der Andenkordillere, wo Lucas jetzt eine wichtige Aufgabe erfüllen muss. Auf dem Geburtstag seiner Tochter Mercedes wird er die Gäste bekochen. Vom ersten Moment an herrscht eine entspannte Atmosphäre auf der Estancia Las Aguaritas. Wir sind hier in einem Funkloch und das ist gut so. Wenn man hier mitten in den Bergen kocht, kocht man mit viel Liebe und du teilst diesen Moment und es gibt keine Störungen von außen. Auch die Gäste fühlen sich freier. Sie müssen sich nicht um ihr Outfit kümmern, können sich ganz auf den Geschmack konzentrieren. Den Wein, das Fleisch. Und vielleicht entdecken sie selbst in einer Möhre Aromen, die die Minerale der Anden hinterlassen haben. Darum geht es doch. Die Weite, die unwirtliche Bergwelt lassen die Menschen hier näher zusammenrücken. Im 19. Jahrhundert besiedelten italienische und spanische Einwanderer dieses Gebiet. Heute leben die Menschen hier hauptsächlich vom Weinbau und der Landwirtschaft. Wenn man von hier kommt, dann fühlt man sich der Erde,
dem Wetter und den Menschen verbunden. Man will nirgendwo anders hin. Dieses Stückchen Erde ist nicht besser oder schlechter als anderswo. Aber für uns ist es besonders. Diese Region gilt als das Tor nach Chile. Knapp 200 Kilometer Luftlinie von hier liegt das andine Hochgebirgstal Cajón del Maipo. Über den Andenpass gelangt man zur Rio Maipo-Schlucht, deren Gipfel bis auf 5000 Metern Höhe reichen. Hier gibt es Thermalquellen, Gletscher und riesige Bergseen rund um den Fluss Maipo, der in den Anden entspringt und im Pazifik mündet. Ich heiße Canela Astoria Guzmán. Ich bin 27 Jahre alt und in Cajón del Maipo geboren. Die Anden ziehen mich an, seit ich ein Kind bin. Ich bin ja mit dem Blick auf diese riesigen Berge aufgewachsen. Diese Wildnis, in der es immer noch unentdeckte Ecken gibt. Das Tal war die südlichste Grenze des Inka-Reiches. Canelas Familie hat den ersten privaten Nationalpark Chiles 1995 hier eröffnet, um den Bau einer Gaspipeline nach Argentinien zu verhindern. Derzeit gibt es im Naturschutzgebiet zahlreiche Projekte zur Wiederaufforstung und zur Wiederansiedlung von Wildtieren. Wir haben hier Tiere, die wir eines Tages wieder in die Natur entlassen können. Andere müssen hier bleiben, wie dieser Puma. Hallo, Willow. Als Willow noch klein war, war er wie ein Familienhund. Und dann wurde er groß und fing an, andere Tiere als seine Beute zu sehen. Normalerweise erlaubt er nicht, dass ich ihn streichle. Seit 6 Generationen pflegt und schützt Canelas Familie die 3600 Hektar Land. Der Nationalpark ihrer Familie, Cascada de las Animas, liegt inmitten der Anden, umgeben von Bergen, kristallklaren Bächen, mächtigen Flüssen und vielen einheimischen Tier- und Pflanzenarten. Hier bin ich ganz bei mir selbst. Ich fühle mich frei und verspüre den Drang, den warmen Wind direkt unmittelbar auf der Haut zu spüren. Ich fühle mich gereinigt, wenn ich in der Natur war. Ich habe das Gefühl, dass das Herz gereinigt wird und meine Seele kommt zur Ruhe. Vor vielen Jahren begann hier die Geschichte der modernen ökologischen Bewegung in Chile mit dem Nationalpark der Astorgas. Unweit des Nationalparks liegt der Stausee El Yeso, der ein Teil des Maipo-Flussbeckens ist und die Haupttrinkwasserquelle für Santiago de Chile. Für das neue Wasserkraftprojekt Alto Maipo soll das Wasser der Quellflüsse teilweise abgezweigt und über lange Betonröhren zu den unterirdischen Kraftwerken geleitet werden. Auch in diesem Fall gehören Canela und ihre Familie zum Widerstandsbündnis. Meine Familie war von Anfang an gegen das Projekt Alto Maipo. Um Energie zu gewinnen, zwängt man den Fluss in eine Röhre. Sie kontrollieren das Wasser und nehmen es uns weg. Und machen am Ende damit, was sie wollen. Berge sind wichtig für das Gleichgewicht der Natur. Wenn man Minerale ausbeutet, leidet auch der Wasserkreislauf. Und unten im Tal kommt nichts mehr an.
Die Anden bilden nicht nur die Grenze zu Argentinien, sondern stoppen auch die Wolken. Somit gibt es genügend Niederschlag in den Bergen und die Flüsse können gespeist werden. Das Wildwasserkanu oder auch Kajak hat seinen Ursprung in Grönland. Das wendige Boot wurde für die Jagd entwickelt. Hier in den tosenden Wassermassen verschmilzt Canela mit der Natur. Ich bin sehr glücklich, dass der Fluss ausgerechnet mich ausgesucht hat. Ich glaube ja, dass auch die Natur eine Seele hat. Und ja, dann kann ich es noch mehr genießen. Die Strömung ist so lebendig, so mächtig, so stark. Am Anfang dachte ich, das überlebe ich nicht. Inzwischen weiß ich, dass der Fluss mich liebt. Nein, anders. Wir lieben uns. Die Bewohner der Anden haben ihre ganz persönlichen Bindungen zu den Elementen und den Bergen. Und gleichsam eint sie diese Verbindung über tausende Kilometer hinweg. Weiter auf der Route gen Norden geht es von Chile über die Anden in den Norden Argentiniens, nach Salta. In der Andenkordillere vor den Toren Saltas leben noch viele Familien inmitten der vielseitigen Gebirgsketten. Hier meandern die Straßen zwischen dem beeindruckenden kargen Hochlandgebirge und der grünen Präkordillere. Auf einem Plateau, das unter den Bewohnern auch die Tür zum Himmel genannt wird, La Puerta del Cielo, liegt Doña Tomasas Haus und Hof. Hier lebt sie mit ihrer Familie. Ich heiße Juana Tomasa Barbosa und bin 57 Jahre alt. Ich lebe in Potrero de Uriburu. Zwischen den Gipfeln der Anden liegen einfache Siedlungen, die meist nur aus ein paar Häusern bestehen, oft aus Lehm gebaut. Doña Tomasa kennt nichts anderes und es ist ihr Zuhause. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Als ich 7 war, bekam ich ein kleines Schwesterchen. Sie ist leider früh gestorben. Dann war ich mit meiner Mutter allein. Ich musste Schafe und Ziegen hüten. Eine schwere Arbeit. Jetzt bin ich ruhiger geworden. Genieße das Leben. Jetzt denke ich nicht mehr darüber nach, ob ich im Leben zu kurz gekommen bin. Ich arbeite gern, auch wenn ich merke, dass meine Kräfte schwinden. Gekocht wird auf offenen Feuerstellen. Strom und Wasserleitungen gibt es nur in größeren Dörfern. Doña Tomasa hält die Familie und die Traditionen am Leben. Und gekocht wird bei ihr jeden Tag. Ihre Empanadas, die argentinischen Teigtaschen, sind im ganzen Tal bekannt und sehr beliebt.
Eigentlich sind wir beim Essen nicht wählerisch. Es kann auch mal ein Topf sein. Aber am liebsten essen wir Gegrilltes und Empanadas. Meine Mutter hat mir beigebracht, wie man die Teigtaschen macht. Und ich bin gar nicht so schlecht darin. Das Rezept wird von Generation zu Generation weitergegeben. Selbstverständlich hilft auch die Enkelin beim Zubereiten. Wir haben hier ein Spezialrezept, benutzen mehr Gewürze. Manchmal habe ich nicht alle Zutaten da. Aber alles, was ich zubereite, mache ich mit Liebe. Die Menschen in der Schlucht leben zurückgezogen. Hier draußen am Rande der subtropischen Nebelwälder der Anden tickt die Zeit anders. Man hat es vor allem ruhig hier. Nicht so wie in der Stadt, wo es nur um Geld geht und wo es viel Kriminalität gibt. Hier fällt man abends zufrieden ins Bett. Und das Einzige, was man hört, sind die bellenden Hunde. Verbrechen, sowas gibt es hier nicht. Wenn die Kinder am Wochenende da sind, kümmern sie sich um die Dinge, die nicht von Mama Juana erledigt werden können. Ich fahre in die Stadt, weil ich dort Arbeit habe und Geld verdiene. Aber die Wochenenden habe ich für meine Mutter reserviert. Samstag, Sonntag, egal ob es regnet oder schneit, da bin ich hier. Ich bin eben ein Dorfkind und werde mich nie an die Stadt gewöhnen. In der Natur sein, bei den Tieren oder einfach nur mit meiner Mutter kochen, das ist meine Welt. Im Haus werden schon die Fladen für die Empanadas gerollt. Obwohl sie in ganz Südamerika verbreitet sind, nehmen sie einen ganz besonderen Platz in der argentinischen Küche ein. Ich liebe das Landleben und besonders meine Pflanzen. Ich ziehe sie in Töpfen. Das ist zwar etwas umständlich, aber das Land, auf dem wir leben, gehört ja nicht uns. Wenn unser Verpächter uns rausschmeißen würde, müssten meine Pflanzen hier bleiben. Das würde ich nicht übers Herz bringen. Auch wenn das Grundstück ihr nicht gehört, ihr Haus ist ihr Heim und das ihrer Familie. Und gemeinsam genießen sie nun endlich die Empanadas. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, auch wenn ich arm bin. Gott sei Dank spielt die Gesundheit noch mit. Und wenn ich einmal sterbe, kann ich sowieso nichts mit in den Himmel nehmen. Vom Valle de Lerma auf 1500 Metern geht es weiter Richtung Norden. Kilometer immer höher und höher, von den grünen Urwäldern bis zu den farbenprächtigen Felsformationen in der Provinz Jujuy. Hier liegt die Quebrada de Humahuaca. Die indigene Kultur und mit ihr der Glaube an die Pachamama, die Mutter Erde, und an die Kräfte des Andenkondors sind hier noch fest verankert. Ich heiße Noemi Martinez. Bin 37 Jahre alt und habe drei Kinder.
Geboren bin ich in Abrapampa, aber ich wohne hier in Humahuaca. Noemi gehört zum indigenen Volk der Koya, die in dieser Andenregion tief verwurzelt ist. Noemi ist keine gewöhnliche Frau. Wenn ein Dorf oder eine Gemeinschaft ein Ritual benötigt, weil zum Beispiel die Natur aus dem Gleichgewicht ist, dann wird sie als Schamanin für eine Ahnenzeremonie geholt. Wenn du mich fragst, was ich mache, würde ich sagen, ich bin vor allem Medizinfrau. Und dieses Wissen bringe ich in die Dörfer. Wenn ich jemanden heilen will, lasse ich mich vor allem vom Geist des Ortes leiten. Deswegen ist jedes Heilungsritual unterschiedlich. In der Zeremonie geht es ja auch darum, der Natur wieder etwas zurückzugeben. Das ist von Ort zu Ort verschieden. Die Opfergaben gehen an die Pachamama. Es wird nach dem Glauben gehandelt, dass die Götter Gutes geben, wenn die Menschen ihnen auch etwas spenden. Rauch. Weißt du, dass Rauch ein Reiniger ist? Er ist auch Botschafter, der die Genesungswünsche nach oben trägt. Nach altem Inka-Glauben bringt der Andenkondor die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits. Der Kondor ist für uns ein heiliger Vogel. Er ist der Hüter der Höhen, aber er ist auch der Beschützer des Heimes. Er ist ein Schicksalsbote, der uns sagt, wo es im Leben lang geht. Und mit den Federn kannst du viele Krankheiten heilen. Vor einigen Monaten ist ein Kondor verletzt aufgefunden worden und inzwischen in einem Ökopark wieder genesen. Er soll wieder in die Freiheit entlassen werden. Das geschieht mit einer Zeremonie und der Bitte um Vergebung. Es ist ein emotionales Ereignis für die Menschen dieser Andenregion. Nach 6 Monaten ist der Moment der Befreiung für Yanpiyaku, einem Kondorweibchen, gekommen. Mit dieser Zeremonie wird die Rückkehr des Vogels in seine natürliche Umgebung gekrönt. Der Kondor ist eine symbolische Verbindung zu den Ahnen und steht für das Gleichgewicht des Ökosystems in den Anden. Ein so großer Kondor berührt etwas in mir. Durch ihn als Vermittler können wir mit unseren Vorfahren und mit der jenseitigen Welt in Verbindung treten. Endlich kann der Kondor seine über 3 Meter Flügelspannbreite wieder ausbreiten. Wenn wir Menschen weiterkommen wollen, müssen wir wieder mehr in die Berge gehen. Wir leben hier unten so eng zusammen, dass wir uns streiten. Unsere Energien fließen nicht mehr. Wir müssen auf die Berge, um wieder atmen zu können.
Diese Menschen leben schon in den Bergen und nennen diese kaum besiedelte Hochandenregion ihre Heimat. Ein Leben zwischen 3.000 bis 5.000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Manchmal nur mit extra Sauerstoff auszuhalten. Endlose Stille in der Atacama-Wüste in Chile, rund 400 Kilometer westlich von der Puna-Region im nördlichen Argentinien. Sie ist die trockenste Wüste der Welt und trotzdem überraschend abwechslungsreich. Außerirdische Landschaft 2500 Meter über dem Meeresspiegel und plötzlich eine urbane Wüstenoase namens San Pedro de Atacama. Kilometer weiter südlich befindet sich die Laguna Chaxa, eine riesige Mineralienwüste. Flamingos starksen auf der Suche nach Krebstierchen durch das Wasser des hochsalzhaltigen Teiches des Nationalparks Los Flamencos. Ihre Lieblingsspeise verleiht den Flamingos ihre rosane Farbe. Inmitten der Mondlandschaft mit Salzseen und Flamingos kann man in Oasen mit heißen Quellen baden und sich vergnügen. Hinter der staubigen Ebene blicken einen im Osten verlässlich die Anden an. Die Gesteinsspitzen des Valle de la Luna, des Mondtales, ragen in den Himmel. Kaum eine Menschenseele auf der endlosen Fläche. Bis 66 monströse Parabolantennen auftauchen. Ich heiße Pablo Carrillo, bin 48 Jahre alt und ich arbeite seit 8 Jahren am ALMA-Observatorium. Für mich ist es ein Traumjob, denn so kann ich meine Liebe zu den Bergen und meine Liebe zur Wissenschaft unter einen Hut bringen. Mitten im Nirgendwo befindet sich das ALMA-Observatorium auf 5000 Meter Höhe. Umrahmt von den schneebedeckten Andengipfeln der Vulkane Linkancabur und Lasca. Die Atacama-Wüste ist der perfekte Standort für ALMA, da geringe Luftfeuchtigkeit und große Höhe die idealen Bedingungen für astronomische Beobachtungen schaffen. Im Umkreis der Anlage liegen zwei warme Süßwasserseen, gespeist aus dem Grundwasser, kaum salzig. Ojos de Salar, die Augen der Salzwüste. Ein großer technischer und körperlicher Aufwand war notwendig, um die 66 Hochleistungsantennen hier auf dem Chajnantor-Plateau zu errichten. Das internationale Observatorium wirft ein Auge auf die Galaxien am Rande des Universums. Ich bin mit Leib und Seele Weltraumforscher am ALMA-Institut. Letztlich sind es ja die Menschheitsfragen, die wir versuchen zu beantworten. Wo kommen wir her? Wer sind wir? Auch wenn es vielleicht nur ein Sandkörnchen ist, das wir dazu beitragen, macht mich das glücklich. Die Arbeit an einem der größten astronomischen Observatorien unterliegt strengen Sicherheitsregeln. So muss sich jeder regelmäßig über Funk melden. Pablo pendelt oft mehrmals täglich zwischen Basiscamp auf 2900 Metern und Antennenplateau auf 5000 Metern. Das belastet den Körper. Ciao, ciao. Meine wichtigste Aufgabe ist die Kontrolle der Teams, die die Antennen warten. Es sind eine ganze Menge, 66 insgesamt. Alle zusammen funktionieren wie ein einziges Fernrohr, genauer gesagt wie ein einziges Radioteleskop. Die
Die Bedingungen für die Antennenschüsseln, die zwischen 7 und 12 Metern Durchmesser haben, sind hier oben hervorragend. Wenig Lichtverschmutzung und eine dünne Atmosphäre. Das verschafft den Teleskopen einen klaren Blick in den Kosmos. Ein Notfallsanitäter ist hier permanent im Einsatz und überwacht den Sauerstoffgehalt des Blutes bei den Mitarbeitern. Und jeder hier hat auch seine Kollegen im Blick. Die Sauerstoffunterversorgung hat schon einigen die Höhenkrankheit eingebrockt. Den Sauerstoff musst du hier oben immer benutzen. Sonst kann es sein, dass es dich hinlegt und du zum Arzt musst. In dieser Höhe fällt der Sauerstoffanteil im Blut auf rund die Hälfte im Vergleich zur Meereshöhe. Mit dem extra Sauerstoff kommst du immerhin noch auf 85 bis 90%. Je nachdem, wie trainiert du bist. Pablo muss wieder ins ALMA-Basiscamp, wo die Daten des Supercomputers verarbeitet werden. 22 Länder und 250 Wissenschaftler widmen sich der Frage, ob die Erde nur ein Glücksfall im Universum ist. Es ist vielleicht nur eine Hilfstätigkeit, aber wir tragen mit unserer Arbeit dazu bei, dass die Wissenschaftler am ALMA-Institut ihren Job machen können. Nach den Ursprüngen des Kosmos zu suchen. Pablo und seine Kollegen sind ein Team, das hier draußen im Niemandsland erforscht, wie Sterne, Planeten und Galaxien entstehen. Manchmal fühlt man sich in dieser Einöde ganz schön allein. Man ist weit von seinen Liebsten entfernt. Aber man öffnet sich für andere Dinge. Sehnsuchtsort magischer Anden. Weit oben, zwischen den Gipfeln der Anden, erhält man einen klaren Blick auf die Welt und den Sinn des Lebens.